Um das Jahr 895 nach Christus eroberten unter der Führung von Großfürst Arpad die ungarischen Stämme das Karpatenbecken. Ihre Abenteuerlust versetzte die Völker West- und Südeuropas in Angst und Schrecken, sodass sie beteten: Vor den Pfeilen der Ungarn rette uns, o Herr! Unser Fürst Gesa holte christliche Priester in das Land und ließ seinen Sohn Istvan taufen, wurde unser erster König, der im Jahre 1000 nach Christus das christliche Ungarn begründete. Die Mongolenzüge verwüsteten das Land, aber bereits 100 Jahre später entwickelten wir uns bereits zu einer wirtschaftlichen Großmacht. Durch König Karl Robert zusammengerufene Visegrader Königstreffen begründete das Bündnis von Tschechien, Polen und Ungarn und die wirtschaftliche Zusammenarbeit. 7 Jahre später lebten wir im polnisch-ungarischen Königreich unter der Herrschaft König Ludwig des Großen. Bis zum heutigen Tag ist das Sprichwort lebendig: Polen und Ungarn, zwei gute Freunde, sie kämpfen gemeinsam und trinken den Wein. Weil die Lehre der Reformation die deutsche und die slowakischen Nationalitäten rasch erfasste. Gaspar Károly, Übersetzung des Die ganze Heilige Schrift. Während der Gegenreformation wurden mehrere tausend Evangelische getötet. Nach den 40 Märtyrern erfolgte dann das Toleranzpatent. Am Freiheitskampf von 1848-49 nahmen schließlich mehrere tausend polnische Soldaten und zwei Generäle, Henryk Dembinski und Józef Bem, auf Seiten der Ungarn teil. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Land von den Großmächten dreigeteilt. Bischof Sándor Rafai baute den kleinen Gemeinden Kirchen, um so die evangelische Christenheit zu sammeln. Nach dem Zweiten Weltkrieg beherrschte die atheistische Diktatur alles. Nach der Niederschlagung der Ungarischen Revolution von 1956 setzte die polnische Solidarność von 1980 an die Erneuerung Mittelosteuropas in Gang. Eine der wichtigsten Errungenschaften der Wende war die Rückgabe der zuvor verstaatlichten kirchlichen Schulen. Als erstes erhielten wir das Budapester Fasor-Gymnasium zurück, welches die Alma Mater mehrerer ungarischer Nobelpreisträger war. Heute findet die Unterweisung in 58 evangelischen Bildungseinrichtungen statt. Neben den Gymnasien und Grundschulen werden auch kirchliche Kindergärten eröffnet. Das ist eine große missionarische Chance, weil wir durch die Kinder auch die Eltern erreichen. An der staatlich akkreditierten evangelischen Universität werden neben angehenden Pfarrern auch Religionslehrer und Doktoren ausgebildet. Für die Jugendlichen gibt es zahlreiche Großveranstaltungen. Das bedeutendste evangelische Jugendfestival ist das Landesjugendtreffen, zu dem auch zahlreiche Jugendliche von jenseits der Grenzen anreisen. Neu ist der Dienst der Militärseelsorge, undenkbar im Kommunismus, sodass auch Soldaten in die Kirche gehen. Viele wurden nach 90 getauft. Im Rahmen der Gefängnismission werden regelmäßig Gottesdienste und Bibelstunden gehalten. Ein Ergebnis der Gefängnisseelsorge ist, dass die Zahl der Straftaten deutlich gesunken ist. Die vielleicht bedeutendste Arbeit unserer Kirche ist die Diakonie. Wir haben soziale Einrichtungen für Behinderte, Altenheime und Familienhilfe. Daneben gibt es eine bedeutende Hilfe für Obdachlose und Bedürftige. Zum 500-jährigen Reformationsjubiläum erscheint eine ungarischsprachige Ausgabe von Luthers Werken und ein Zeichentrickfilm über Luther. Heute praktizieren in Ungarn 214.000 frei den evangelischen Glauben. Wir haben mit denselben Herausforderungen zu kämpfen wie die ganze europäische Christenheit. Unsere Hoffnung liegt darin begründet, dass wir allein in Christus wirklich frei sind. Wir erwarten Sie alle sehr herzlich in Budapest 2016 zu den mittelosteuropäischen Begegnungstagen.